besonderen Gast. Und Dorin, darfst du vorstellen, weil du den ja eingeladen hast, weil du, er kann sich auch was dazu erzählen, was deine besondere Verbindung zu dem Bundesland ist. Hallo Daniel von mir. Hallo. Genau, also auch moin von meiner Seite aus und einen ganz lieben guten Morgengruß nach Rheinland-Pfalz, nämlich in meine alte Heimat. Ich bin in Kaiserslautern geboren, ich bin in der Nähe davon aufgewachsen, genau, und ich habe heute einen Lautrer eingeladen, nämlich Daniel Stich. Daniel, also wir haben dich jetzt nicht nur eingeladen, weil du aus Lautern kommst, sondern weil Das du wäre schon der, Grund genug gewesen, das wäre Doro. schon Grund genug, gell, ne? Sondern weil du der Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz bist und wir alle mit dir und mit euch und vor allem mit Malu fiebern bis 18 Uhr, bis hoffentlich, was wir alle erwarten, bis zu eurem Wahlsieg. Und Metin hat es gesagt, wir starten jetzt heute an diesem Sonntag ins Superwahljahr, also Landtagswahlen Baden-Württemberg, Landtagswahlen Rheinland-Pfalz und Kommunalwahl in Hessen. Ich habe heute Morgen getwittert, so Leute, ne, Demokratie ist, wenn man wählen geht. Also geht bitte wählen. Wählt keine rechten Parteien, wählt am besten die SPD. Und wir haben dich heute Morgen eingeladen, um mit dir ein bisschen darüber zu reden, wie es euch geht, wie so die letzten Stunden vor der Wahl sind, was ihr, wie eure Wahlparty heute Abend aussehen wird und wie euer Wahlkampf war. Weil wir haben, ach oh Gott, ich glaube im Dezember zum ersten Mal miteinander gesprochen, dass ihr natürlich hier Herausforderungen habt, einen kompletten Corona-gemäßen Wahlkampf zu machen. Das heißt, das alles, was wir auch kennen, ne? An ganz, ganz viele Haustüren klopfen, ganz viele Veranstaltungen mit Menschen in echt zu haben, das ging alles nicht. Also wenn du darüber ein bisschen erzählst, das wäre ganz toll. Aber als allererstes, das ist immer so, ne, wir zeigen uns immer unsere gegenseitigen Kaffeetassen. Also, ne, von daher zeig hier eure Tassen. Genau, Daniel macht's richtig, hebt nochmal ein bisschen höher. Genau, ihr habt nämlich eine wunderbare Team-Malu-Kaffeetasse, ganz großartig. So, Metin, ich habe schon gesehen, du bist Ja, ich habe THW-mäßig meine unterwegs. Scholz-Tasse, ist im Büro, deswegen kann ich die jetzt nicht rausholen, aber ich habe Ah, okay. THW. Das ist ja immer richtig, technisches Hilfswerk. Ja, und ich habe eine, sie ist ein bisschen hübsch-hässlich. Ich habe eine Katzentasse, also ne, größter Katzenfan der Welt, aber die Geschichte dazu ist, die habe ich mir vor ungefähr 20 Jahren gekauft, als ich die härteste Prüfung an der Uni irgendwie gerade erfolgreich absolviert hatte und ich wollte mir was gönnen, also habe ich mir eine Katzentasse gekauft und die überlebt jetzt seit Schön, schön. 20 Jahren bei mir. So, so viel zum Einstieg. Wir freuen uns über alle, die jetzt schon zuhören, zuschauen und noch dazukommen. Wenn ihr auch Fragen an Daniel habt, feel free, also postet es gerne in die Facebook-Kommentare. So, Daniel, sag, wie geht's euch und wie verbringt man jetzt diesen Wahlsonntag? Jeder Wahlkämpfer weiß, also in meiner Erfahrung, dass es mega schlimm ist, weil es ist Sonntag, du kannst nichts mehr tun und du wartest auf diese blöde Uhr, bis es 18 Uhr ist. Genauso ist es. Erstmal danke für die Einladung, liebe Doro, lieber Metin. Wir probieren es ja ein Stück weit euch nachzumachen. Ihr habt, glaube ich, fast genau vor einem Jahr richtig gut vorgelegt. Und wir wollen heute nachlegen in Rheinland-Pfalz, damit dann Olaf eine richtig gute Basis hat, um den Sturm aufs Kanzleramt im September auch erfolgreich hinzubekommen. Das ist unser Ziel heute. Und wirklich danke für die Einladung. Und es ist so, Doro, wenn du mich jetzt fragst, wie geht's mir? Ich bin nervös. Alles andere wäre gelogen. Die Uhr will ich rumgehen und morgen schon getötet. Wann ist endlich 18 Uhr? Komme ich schon so vor wie früher, als ich meine Eltern an die Nordsee gefahren bin in den Sommerurlaub. Da haben wir immer unseren Sommerurlaub verbracht. Ich Und auch. Wo seid ihr denn hingefahren? darf ich das sagen? Es war eher in der Nähe Ja? von Bremen, ja, von Bremerhaven. Also von daher weiß ich ja nicht, nachdem ich schon Darfst du diese nicht Moin sagen. Moin Panne heute Morgen hatte, ob ich das sagen darf. Aber war natürlich auch ganz oft immer auch mal in Hamburg, was die schönere Sehr gut. Stadt ist. Aber Spaß beiseite, nein, das kommt mir so vor immer. Wann sind wir endlich da? Es ist furchtbar, diese Nervenanspannung. Ich merke erst heute, ja, heute Morgen aufgewacht. Man hat jetzt erstmal nichts zu tun, außer wählen zu gehen und so eine schöne Veranstaltung mit euch zu machen. Und mal ein Stück aus dem Hamsterrad der letzten Monate rauszukommen. Ja, aber Nervosität ist da, ein Stück weit auch Vorfreude. Und ich messe auch unseren Erfolg jetzt nicht nur in Prozenten. Es war einfach schön, wieder mal etwas vorgelebt zu haben mit den Kollegen in der Fraktion, mit den Kollegen in der Geschäftsstelle, mit Malu, mit Roger, dieses Wir mit ihr zu leben. Und ich finde, das ist, finde ich, sollte immer der Anspruch sein, auch von uns als Sozialdemokratie, dass wir auf der einen Seite gute Punkte haben, rational die richtigen Ansätze haben, aber dass, glaube ich, immer was Gefühliges auch rüberkommen muss, dass wir eine andere
Art haben des Miteinanders, dass es auch im Wahlkampf spürbar wird, dass wir empathisch sind, dass wir ein Team sind, dass wir Lust haben, gemeinsam was Gutes zu bewirken. Und das ist uns gelungen. Und deswegen war das sehr schön in den letzten Monaten, wo es ja auch nicht nur gute Umfragewerte gab, kann man ja auch offen sein, dass man gespürt hat, hey, wir sind ein verdammt gutes Team, wir stützen uns, wir tragen uns. Und jetzt heute wollen wir die Ernte einfahren. Aber ja, bis 18 Uhr sind es noch ein paar Stunden. Und außer wählen gehen und nochmal irgendwie ein paar Kilometer laufen, ist der Kalender bis 18 Uhr dann erstmal noch leer und dann aber pickepacke voll mit Medienanfragen, auf die ich mich zwar freue, aber ich könnte jetzt auch schon in der Stunde loslegen. So viel zu meiner ehrlichen Gefühlslage am heutigen Tag. Kann ich total nachvollziehen. Wie gesagt, ich fand das auch immer ganz, ganz, ganz furchtbar und war auch bin an Wahlsonntagen auch zu wenig irgendwie in der Lage, was anderes zu machen. Aber sag mal, wie geht es dann 18 Uhr weiter? Du bist dann in Mainz vor Ort, also die große Wahlparty, ne, gibt es logischerweise nicht, aber trotzdem natürlich auch die Wahlberichterstattung mit den Spitzenkandidatinnenrunden. Also wir schalten dann alle den Fernseher ein. Auf jeden Fall, macht das bitte. Das ist auch so eine traurige Randerscheinung von Corona, dass Wahlkampf ist Teamplay und normalerweise wird auch abends kräftigst gefeiert, wie es in Rheinland-Pfalz gehört, auch mit viel Wein in der Fraktion, an manch anderen Orten, und feiern ist nun mal nicht. Und das ist für mich jetzt auch zum ersten Mal ein Wahlkampf, wo es bis auf die sozusagen Arbeitstermine eigentlich auch kein Zusammenkommen geben kann. Mhm. Das werden wir nachholen, das haben wir auch schon mit den allen besprochen, aber es ist trotzdem komisch, dass man, wenn es so kommt, wie wir erwarten, natürlich stolz ist wie Bolle, sich freut, feiern will eigentlich. Und dann natürlich die Erkenntnis da ist, nee, wir können nicht feiern, wir müssen wegen Corona sehr vorsichtig sein, wir müssen vorbildlich heute Abend auch oder Vorbilder sein. Das tut mir auch schon ein bisschen weh, weil viele haben es verdient, die man auch gar nicht so kennt, die einen Wahnsinnsjob gemacht haben in dieser Kampagne. Nicht nur das Social Media Team, die politische Mobilisierung, es war super. Und umso trauriger, dass wir nicht feiern können. Und ich stürze mich dann als Alternativprogramm in die diversen Medienanfragen und habe mir auch noch den spätesten Talk beim SWR, ist mir zugekommen um 22.30 Uhr oder 45. Das heißt, auch mit dem Siegerbier werde ich ein bisschen länger warten als alle anderen. Aber so ist es nun mal. Es war ein außergewöhnlicher Wahlkampf, das ist selbst ja gesagt. Der erste fast ausschließlich digitale Wahlkampf. Und ich glaube, dass diese Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jetzt auch schon ein Stück weit eine neue Ära des Wahlkämpfens begründen werden. Wir sind ja unter uns, dass auch manches, was wir früher mal gemacht haben, vielleicht gar nicht so wichtig war. Vielleicht wichtig war für das Gefühl, wir tun etwas, aber vielleicht nicht so wichtig war, wirklich in der Wähleransprache und andere Dinge, die ich schon schmerzlich vermisse. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund vom Haustürwahlkampf und dafür gibt es aber auch kein digitales Äquivalent. Erst recht nicht in Stadtteilen, wie ihr in Hamburg ja auch einige habt oder bei uns in vielen Stellen in Rheinland-Pfalz, wo Menschen wirklich den persönlichen Kontakt brauchen und wo das Thema Nichtwahl oder Wahl ein ganz, ganz großes ist. Aber wir haben unserem Menschen Möglichstes getan und ich glaube, das wird dann doch gut. Davon gehen wir auf jeden Fall auch aus. Erstmal moin an alle, die jetzt schon dabei sind. Andreas, Bernd, Kasim, Senua, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also schön, dass ihr dabei seid oder wieder dabei seid. Daniel, ich hätte noch ein paar Nachfragen zum Thema Online-Wahlkampf oder auch wie erreicht man Leute, die nicht so wie wir vielleicht auch 24 Stunden gefühlt online sind. Aber eine andere Sache ist mir aufgefallen, die, ich sage mal so aus unserer Hamburger Brille, so ein bisschen ja, vielleicht manchmal irritierend war, nämlich ihr habt euch doch mit der CDU oder die CDU vielmehr was gemacht, was man so gemeinhin unter Negative Campaigning doch schon versteht. Also da waren auch schon so Sachen dabei, wo ich gedacht habe, huch, bei aller Konkurrenz habe ich so in meinen Hamburger Wahlkämpfen noch nicht erlebt. Jetzt nur mal so, ne, dass so die Spiegelung aus dem Norden, auch was ich heute Morgen da irgendwie gesehen habe bei Twitter mit diesem Zettel für die Leute, für die Wahlhelferinnen, also aufzupassen, dass da irgendwie keine Stimmen zu viel für die SPD sind. Das hat ja schon irgendwie Trump'sche Züge. Absolut. Wie wird denn das wahrgenommen? Also meine Überzeugung ist, die Menschen haben überhaupt keinen Bock auf sowas.
Ja und nein. Du hast schon recht. Also heute Morgen, um es vielleicht mal ein bisschen zu erklären, ist aufgetaucht aus dem Wahlkreis von Alexander Schweizer und seinem Fraktionsvorsitzenden, der auch im Bundesvorstand, von seinem Gegenkandidaten, ein Schreiben an diejenigen, die jetzt heute Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind, nach dem Motto, bitte überprüft die SPD-Stimmen doppelt, nicht, dass da eine zu viel gewertet wird. Ne? Das ist natürlich ein klarer, indirekter Aufruf, fast schon zur Manipulation. Und ich glaube, dass man zu so einer Art des Wahlkampfes auch nur dann greift, wenn man merkt, dass einem auch die Fälle wegschwimmen. Ne? Und so war es auch in dieser Woche. Ich nenne es ja Korruptionsskandal, nicht Massenskandal, weil Massenskandal klingt so harmlos, aber es ist ein klarer Korruptionsskandal. Und dann sozusagen auf manche Verfehlungen eines Kollegen von uns nochmal einzugehen, die schon Jahre her sind, die mitten in der Aufarbeitung sind und wo die politischen Konsequenzen schon gezogen wurden. Das zeigt dann halt auch schon, das macht man nur dann, wenn einem die Fälle von schwimmen. Aber es, wie soll ich sagen, da bin ich auch vollkommen ja, klar sortiert, dass ich das der Gegnerschaft aber auch immer zutraue, auch zu solchen Mitteln zu greifen. So, jetzt sind wir aber auch keine Waisenkinder, müssen wir auch sagen. Ja. Ich benutze auch nie den Begriff Negative Campaigning. Für mich ist es immer Voter Education, weil ich auch schon mal ein paar Dinge mal klar machen will. Aber wir wissen uns also schon zu wehren, Doro. Ja, da kommt auch mein falsches Temperament durch. Aber im Prinzip ist es schon so, die Leute wollen wissen, worum geht's. Erstmal primär ein gutes Corona-Management hinzulegen. Und auch da hat es mich viel mehr geärgert, als diese Sache heute Morgen, dass einfach wissentlich mit falschen Zahlen gearbeitet worden sind. Wir sind in Rheinland-Pfalz stolz darauf, dass wir niedrigste Inzidenzwerte haben, die meisten Impfungen, super gute Strukturen. Und das wurde halt zu Beginn des Jahres komplett auch mit falschen Zahlen probiert zu diskreditieren. Das sind dann Sachen, wo ich schon merke oder auch glaube, dass das ein bisschen auch tiefer geht, dass das die Axt anlegt an das Grundvertrauen in Politik, in Strukturen, in dem, was wir gemeinsam als öffentlich ja, für die Öffentlichkeit arbeitende, will ich es mal nennen, hinbekommen können. Und das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Aber wie soll ich sagen, das muss jeder selbst wissen. Es hat schon Trumpsche Züge gehabt an manchen Stellen. Aber die Leute, glaube ich, wissen schon und wissen zu unterscheiden, was sozusagen von wem es kommt und worauf es wirklich ankommt in dieser Landtagswahl. Und ich glaube, auch das wird man heute Abend sehen bei den roten und den schwarzen Balken. Das glaube ich auch. Metin, du hattest eine Nachfrage oder einen Daniel, Kommentar genau dazu, hast du, weil ich das super spannend, weil jetzt ihr seid die Ersten, die dran seid, ja, mit im Wahljahr und einfach nur was dein Gefühl sagt, diese Verzweiflung einerseits wegen Corona, also diese allgemeine Angespanntheit, ja, wir haben auch wieder in unserem Chat fragt Kasim wieder, ja, wann ist eigentlich vorbei mit Pandemie? Das ist ja die schwerste aller Fragen sozusagen gerade. Ich sage das mal, diese aufgestaute Energie, die irgendwie nicht richtig raus kann, dazu dann eben solche populistischen, die ja nicht neu sind, aber die irgendwie anders wirken, glaube ich, in dieser Phase. Also das ist so mein Eindruck. Also diese ganze Verschiebung nach, wie heißt das ja, ne? Diskursverschiebung nach rechts, aber ihr wisst, was ich meine. Also diese noch weitere Zuspitzung, die irgendwann auch mal den Laden beschädigt. Habt ihr das gehabt in eurem Wahlkampf? Und wenn ja, jetzt mal nicht nur von der CDU, von allen sozusagen, ist die Stimmung einfach kommunikativ anders? Und wie ist es euch gelungen, da sozusagen die sachliche Regierungsarbeit und die gute Kandidatin, die gute Ministerpräsidentin rauszustellen? Ich sehe von außen immer nur Malu und denke so, das wird schon laufen, weil die kein Alternativangebot haben, die anderen. Aber kannst du noch mal aus dem Maschinenraum berichten? Weil ich glaube, das ist doch alles härter geworden oder etwa nicht, bei euch doch auch. Ja, ist es auch sozusagen. Es gibt ja manchmal den Eindruck von Rheinland-Pfalz irgendwie noch als Idyll, ja, aber nee, dieses Idyll, der wird auch hart gefightet, wenn es um politische Mehrheiten geht. Und du hast recht, ich nehme auch wahr, dass der Diskurs, um bei deinem Bild zu bleiben, Metin, sich verschärft hat. Ja, insbesondere glaube ich jetzt in diesem Jahr, dass eine allgemeine Enttäuschung da ist, dass wir beim Impfstoff nicht so schnell vorankommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Ja, und auf der einen Seite, das ist dann die kommunikative Aufgabe auch von so einer Kampagne, dass man sagt, okay, es gab eine klare Regelung. Der Bund und Europa, die beschaffen den Impfstoff und die Länder machen die Organisation der Impfzentren etc. Und das war für uns ein kommunikativer Kraftakt über alle Kanäle, auch übrigens mit klassischer Medienarbeit, immer wieder mantramäßig das zu wiederholen, jawohl, unsere Impfzentren sind ready,
Wir haben das auch immer wieder probiert, jenseits von Text zu bebildern, weil manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte, um das immer wieder klar zu machen. Nee, an manchen Stellen, wo die Menschen auch zu Recht unzufrieden sind. Ich kann manche Unzufriedenheit auch an der Stelle verstehen. Es gab eine sehr große Hoffnung, wir waren stolz darauf, dass der erste zugelassene Impfstoff einer ist aus Deutschland, einer aus Rheinland-Pfalz. Das hat immense, immense Hoffnung geschürt, die wir dann nicht ganz so einhalten konnten. Aber derjenige, der dafür die Verantwortung trägt, sitzt in Berlin und heißt Jens Spahn. Das haben wir immer wieder auch probiert klarzumachen, dass wir uns diesen Schuh nicht anziehen müssen. Und umso schlimmer war es halt schon auch, dass es manche Äußerungen gab, auch von seinem parlamentarischen Staatssekretär, der hier aus Rheinland-Pfalz ist, der probiert hat, immer mit Fake News oder, naja, einer besonderen Interpretation der Zahlen, sagen wir es mal so, das ein Stück weit zu konterkarieren. Aber es ist wirklich so, dann gilt nur eins, Geschlossenheit, Reichweite, alle Medien bedienen und wirklich auch Kommunikationsdisziplin, dass wir uns auf die Wordings einigen und die alle nach außen tragen. Und dass wir das nicht nur machen hier aus der Mainzer Bubble heraus, sondern runterbrechen in jeden Wahlkreis. Das ist bei euch ein bisschen einfacher als große Stadt zwar, die fast halb so viele Einwohner hat wie Rheinland-Pfalz in Gänze, aber halt sozusagen komprimiert auf einer Fläche, während wir halt ein sehr, sehr großes Gebiet zu bespielen haben mit unseren Abgeordneten, mit unseren Strukturen. Aber darum geht es halt auch, dass wir wissen, wir müssen auch vor Ort eine Deutungshoheit haben. Das heißt, für uns war auch sehr wichtig, in den Wahlkreisen eine Struktur aufzubauen, dass unsere Botschaften rüberkommen. So, da sind digitale Möglichkeiten auch echt ein Segen, aber auch nicht ausreichend, um das hinzubekommen. Aber um nochmal den Punkt zu gehen, ja, Diskurs ist schon verschwunden. Und da hilft nur eins. Und vor allem auch eine sehr gute Bilanz haben. Also insofern, ich glaube, wir hätten eine andere Diskussion gehabt in diesem Wahlkampf, hätten wir nicht als erstes diese Impfzentren gehabt, hätten wir nicht so gute Zahlen gehabt und belegen können. Unser Motiv lautet ja, ich glaube, dieses, weil sie unser Land gut regiert, ist jetzt diesmal weniger ableitbar an den Arbeitslosenzahlen, da hat sich nichts getan, da sind wir weiterhin top. Aber der Proofpoint für die Leute war diesmal eben Corona und deswegen war es umso wichtiger, dass wir an der Stelle eben die Deutungshoheit behalten. Und ja, das war schon ein Kraftakt bis hierhin. Es wird wohl ähnlich sein in anderen Stellen auch. Es ist heiß umkämpft und es wird auch, glaube ich, ein kleiner Vorgeschmack sein, Metin und Doro, auf den September. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dieses Thema wird bleiben. Und auch die Art des Wahlkämpfens, glaube ich, wird bleiben. Das heißt, wir müssen uns auch im Bundestagswahlkampf darauf einstellen, dass unsere politische Konkurrenz nicht immer bei den Fakten bleibt. Und unser Job wäre es dann, gegenhalten. Mhm. Absolut. Sag mal, lass uns mal dann über die Fakten sprechen und über diesen hier Elefanten im Raum sozusagen. Du hast ja schon gesagt, Maskenaffäre, Transparenzaffäre, Anstandsaffäre, um es mal so zu nennen, das hat ja die komplette Woche die Medien bestimmt. Inwieweit hat das denn bei euch auch vor Ort den Wahlkampf bestimmt? Also sind die Leute mit vielen Fragen auf euch zugekommen? Man merkt ja auch, wie sich die Stimmung da verändert. Und was glaubst du, was für einen Einfluss hat das auf das Wahlergebnis? Also, offene Antwort, Doro. Ich glaube, dass es der Politik in Gänze schadet, bis auf die Antidemokraten der AfD, weil es halt manche Ressentiments, Klischees, was auch immer, befeuert, nach dem Motto, siehst du, sind ja doch alle so. Und das tut mir auch ehrlich gesagt ziemlich weh in der Seele, weil ich weiß, dass 99% aller, die sich politisch beschäftigen, es nur aus guten Gründen machen, mit viel Engagement, mit viel Herzblut. Und dann ist es immer so schwieriger, wenn durch solche Fälle alle irgendwie auch beschmutzt werden. Ja. Mhm. Dass die CDU ein strukturelleres Problem hat, das würde ich schon so sagen in der Bundestagsfraktion. Und es ist noch nicht ausgemachte Sache, wie ich höre, dass es bei den 3-4 Fällen jetzt geblieben ist. Aber ich habe jetzt an der Stelle jetzt nicht die Hoffnung wäre eh der falsche Ausdruck, aber ich glaube, es zahlt jetzt nicht bei uns positiv ein, aber ich glaube, es ist eines auch jetzt nochmal schwieriger geworden für die Union in der letzten Woche. Die wussten, sie lagen in allen Umfragen hinten, sie hätten nochmal kommen müssen und ich glaube, dass dieses Mobilisieren
für die jetzt einfach schwer war. Weil es ist einfach ein Skandal, der sehr auch an die Substanz geht. Er zerrt am Image, an der Ehre, an der Moral der ganzen Truppe sozusagen. Und das hat man auch gemerkt. Die wurden ein bisschen verhilflos und verzweifelt, haben ja dann auch probiert, alte Dinge wieder rauszugraben, selbst in der Schmutzwäsche zu suchen, bis sie was hatten, was dann wirklich auch hilflos war und einfallslos. Ich hoffe, ich irre mich, aber wenn jemand davon politisch profitiert, dann eher die AfD. Und eigentlich war unser Ziel, die AfD diesmal aus dem Landtag draußen zu halten. Ob das gelingt, wird jetzt schwer sein. Insofern war das ein Fehler, der uns alle schadet. Und ich kann echt nur hoffen, dass die CDU jetzt hier reinen Tisch macht und in unser aller Sinne dann auch die Politik wieder ein besseres Licht dasteht. Das ist ein Schaden für die Demokratie in Gänze, sodass ich da auch keine Schadenfreude hatte und ich auch keine Erwartung habe, dass es irgendwie positiv bei uns, bei der SPD Rheinland-Pfalz sein wird. Absolut bin ich bei dir. Also natürlich ärgert es einem, es lässt einen so ein Stück weit fassungslos da zurück, aber es wirft ein schlechtes Licht auf die Politik in Gänze und das führt zu Politikverdrossenheit, das führt im Zweifel dazu, dass die große Anzahl der Nichtwähler noch steigt und das ist nicht gut für die Demokratie an sich. Also mit welcher Wahlbeteiligung rechnet ihr denn in Rheinland-Pfalz heute? Tja, das ist die gute Frage. Auf der einen Seite sehen wir, es haben viel mehr Menschen Briefwahl beantragt. Ja. Und wir rechnen mal mit 70%. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen mehr als 70%, weil ich schon so das Gefühl habe in den letzten Jahren, auch in diesem Wahlkampf, der zwar ganz anders war, dass aber die Gesellschaft wieder politischer ist und dass auch Corona auch wieder noch mehr Leute sozusagen sich dazu veranlasst, sich politisch eine Meinung zu bilden. Also ich gehe davon aus, dass wir vielleicht nochmal eine höhere Wahlbeteiligung haben, zwischen 70 und 75%. Das muss man mal abwarten. Auf jeden Fall eins ist jetzt schon fest, ein Rekord bei Briefwählerinnen und Briefwählern. Da muss man mal gucken, wie dieser Effekt sich jetzt diesmal heute auswirkt. Ich glaube nicht, dass diese alten Tendenzen, Briefwahl ist automatisch ein Vorteil für die CDU, dass sich das so bestätigen lässt. Ja. Ich war auch viel im Gespräch mit Forschungsgruppe Wahlen und Infratest-DiMAPen. Alle sagen, je höher die Anzahl ist der Menschen, die Briefwahl machen, desto eher sind die auch normal verteilt. Insofern gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht den großen Einfluss hat, aber trotzdem, you never know, es ist zum ersten Mal mit einer Briefwahlbeteiligung über 50% rechnen wir. Auch das ist ein Stück dessen, was ich am Anfang sagte, man ist einfach nervös, weil es gibt immer ein paar Unwägbarkeiten an so einem Wahltag. Aber ich hoffe, dass wirklich möglichst viele Menschen ihr Wahlrecht Gebrauch machen. Und du weißt es, Doro, ich habe in Ludwigshafen, in der ehemaligen Hochburg, in der Arbeitersiedlung von uns, in der Ernst-Reuter-Siedlung, so ein Quartierbüro aufgemacht, weil da seit vielen Jahren Nichtwahl einfach die meiste Option ist. Wir haben zwar bei denjenigen, die wählen gehen, immer noch ordentliche Ergebnisse, aber dieses Gefühl, Politik ist etwas, was sehr weit weg ist aus meinem Alltag. Politik interessiert sich nicht für meine Sorgen, für die Nöte, für die Träume, die ich habe, für mich und meine Familie. Und dort im ehemaligen Schleckermarkt so ein Quartierbüro aufgemacht. Und das ist das, was ich auch will, dass ich denen immer auch vor Ort sage, ihr könnt meckern, wir können helfen, wir sind im Gespräch. Aber es bleibt dabei, es ist das schönste Geschenk. Ihr habt genauso eine Stimme wie der Millionär in Ludwigshafen auf der Parkinsel. Und in Demokratie ist es einfach, nur wer wählt, zählt. Also nutzt es. Es ist wirklich das, was uns alle gleich macht, dass jeder, egal wie alt, egal wie viel Geld, egal welche Biografie, eine Stimme hat. Und deswegen hoffe ich, dass auch ganz viele in den Stimmbezirken, die so ähnlich sind wie das Quartierbüro, ihre Stimme ergreifen. Und wir haben auch ein mobiles Quartierbüro jetzt ins Leben gerufen, weil es gibt viele Orte. Und das war schon auch leider nicht ganz so möglich, wie wir das ursprünglich mal geplant haben, wegen Corona, so viel draußen zu sein bei den Leuten, was schade ist. Und trotzdem, wählen ist das Einzige, was wirklich was verändern kann in so einer Gesellschaft. Absolut. Daniel, kannst du einmal sagen, ich bin mit den Zahlen nicht hundertprozentig vertraut bei euch. Ich habe das natürlich, haben das alle verfolgt, aber du ja noch viel, viel intensiver. Ich versuche es mal einfach zu beschreiben. Wir lagen hinten und am Ende haben wir gewonnen. Also jetzt mal über die letzten Wochen betrachtet. Kannst du den Effekt mal ganz genau beschreiben? Du hast vorhin einfach nur gesagt, wir hatten auch mal schwierigere Zahlen. Ja. Denn das ist ja was für uns erstmal
interessant ist, was bei euch gelaufen ist, aber auch das, was, womit wir im Bund zuarbeiten, ja, dass wir sozusagen an einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sozusagen eine bestimmte Situation eingetreten ist, dann, dass sich dann was verändert. Gibt es da was, also beschreibt mal den Effekt, wie das bei euch war. Das war, ist ja wirklich erheblich gewesen innerhalb sehr kurzer Zeit. Und ob wir da was für den Bund draus lernen können. Und meine Frage zum ersten FC Kaiserslautern kann ich nicht stellen, weil ich die dritte Liga nicht verfolge. Ach, Mädchen. Du warst mir sehr sympathisch, Mädchen. Ja. Aber Hamburger Understatement ist... das kennt Mädchen nicht. Aber du, one day. Ne? Und dann laden die Doro und ich dich ein auf dem Betzenberg. Auf dem Betze, in der zweiten Liga gegen den HSV. Aber zweite Liga dann, ne, Mädchen? Nein, also Spaß beiseite. Nee, es ist so, wir haben... Seit längerer Zeit, 2-3 Jahre würde ich jetzt mal schätzen, lagen wir in den Umfragen hinten und so auch, als die Landtagswahl sozusagen in den öffentlichen Fokus kam. So 5 Prozentpunkte, 6 Prozentpunkte lagen wir hinten, auch zum Jahreswechsel. So, und wie soll ich sagen, wir sind es ein Stück weit auch gewohnt. Beim letzten Mal war es sogar noch krasser, da lagen wir teilweise 12 Prozentpunkte hinten und haben 5, noch was am Wahltag vorne gelegen. Soll heißen, natürlich sagen wir jetzt nicht, das wird eh laufen, weil wir sind, ne? Aber zusammen kommen es in die Umfragen. Aber so eine gewisse Mir-Samir-Mentalität haben wir dann auch zusammen. Wenn wir bitte das machen, was wir können, erstens kommunikativ klar machen, wir haben hier verdammt viele Erfolge und Rheinland-Pfalz sehe ohne die SPD als führende Partei ganz anders aus und weniger erfolgreich. Wenn wir klar machen, dass wir aber auch einen guten Plan haben für die Zukunft, ja, und dann eben auch zum Schluss die Frage stellen, also man kann ja Erfolge haben, man kann einen Plan für die Zukunft haben, aber wer kriegt es denn wirklich auch hin? Dann die Führungsfrage zu stellen, wem traut man denn zu, in den Zeiten wirklich dann diese entscheidenden Dinge auch hinzubekommen? Und da ist es einfach gut, dass wir mit Manu Dreindisch die mit Abstand beliebteste, aber auch anerkannteste Politikerin haben und dass wir auch drumherum ein Team sind mit unserem Parteivorsitzenden, mit unserem Fraktionsvorsitzenden, der Finanzministerin, ja, wo wir einfach wissen und auch das Standing haben, dass wir einfach eine Partei sind, die zu Rheinland-Pfalz passt und die schon bewiesen hat, auch was hinzubekommen. Weil das eine ist, den Menschen zu sagen, komm, ich mache jetzt mal im Himmel ist Jahrmarkt und beschreibe mal sozusagen das paradiesische Rheinland-Pfalz. Und das andere ist, okay, jetzt kommen wir mal auf die Erde zurück und sagen, wer fängt wann wie an und wer bekommt auch wirklich was hin. Und das war immer für uns sozusagen unser Matchplan, um diesen Wahlerfolg hinzubekommen. Und dann war es mir immer einfach nur wichtig, das ist jedes Mal mein erster Punkt, sozusagen die Debatte zu gewinnen um die Kampagne als solches. So, also wer macht sozusagen den innovativsten Aufschlag? Wer hat nicht nur eine Geschichte zu diesem Wahlkampf zu erzählen, als Element, als Technik, als Organisation, sondern dass auch wirklich die Substanz hinten dran ist, zu sagen, unser Anspruch war wieder, die innovativste, modernste, wirkmächtigste Kampagne hinzubekommen. So, und das ist... Da haben wir natürlich ein paar Sachen vorbereitet gehabt, die wir als nächstes Level unseres Wahlkampfes gezündet haben. Das muss man also auch bepreisen und bebildern können. Und das war uns schon sehr früh gelungen, dass denen klar war, hey, die SPD Rheinland-Pfalz liegt zwar hinten, aber die haben einen klaren Plan. Und die haben vor allen Dingen sozusagen dieser Ruf der Wahlkampfmaschine SPD Rheinland-Pfalz, der ist schon groß. Und den haben wir am Anfang wieder mal ein bisschen aufpoliert, transformiert in diese Zeit und von da an haben wir einfach das gemacht, was uns, glaube ich, auch auszeichnet. Wahlkampf ist manchmal einfach auch ist auch Handwerk. Gutes Handwerk, solides Handwerk und da gelten auch so Dinge wie Fleiß und Akribie und einfach Masse klotzen an Reichweite, an all den Sachen, die man eben tun muss. Und insofern, klar, wir haben eine strategische Idee gehabt, wir haben eine super Agentur gehabt, dieselbe, mit der ihr ja auch großen Erfolg hattet vor einem Jahr. Aber es ist dann auch gutes Handwerk, was zu leisten ist, und zwar vom Hauptamt wie vom Ehrenamt. Von daher wussten wir, wir haben es selbst in der Hand. Wir gehen diesen Weg gemeinsam, konsequent und ich glaube dann heute auch zu einem erfolgreichen Abschluss.
Wie spät haben wir jetzt? 11:30. Also, guck mal, eine halbe Stunde weniger warten. Ja. Daniel, ich hab eine inhaltliche Frage, jetzt nicht nur als ehemalige Rheinland-Pfälzerin, sondern ich glaube auch, das ist das, was uns auf Bundesebene auch bewegt. Nämlich, es ist immer so ein schönes Schlagwort, finde ich, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse von Stadt und Land. So, jetzt haben Metin und ich natürlich unsere Hamburger, unsere Metropolenbrille auf, wogleich Metin eigentlich, wenn man aus Hamburger Sicht so der eher die ländlichsten Strukturen noch hat bei sich. Ne? Aber ist das das Revanche-Foul für eben, für den FCK? Na, genau, das ist ein bisschen... Wir haben alles. Also, nee, aber das ist es ja, das erlebst du ja bei ganz vielen Politikfeldern. Und jetzt gerade, wenn wir uns Corona angucken mit der Digitalisierung. Ne? Also, wir sind jetzt, hier können wir jetzt gut über Zoom miteinander sprechen. In meinem Elternhaus, in meinem kleinen, schönen Örtchen Heltersberg in der Pfalz, hätte ich damit echte Probleme. Das hätte ich aber quasi auf dem Dorf in Schleswig-Holstein wahrscheinlich genauso. Wenn wir über das Thema Mobilität reden, ne, dann kann ich mich in Hamburg irgendwie vor Angeboten gar nicht retten und mein Bus fährt in Höchstzeiten alle 3 Minuten. Auf dem Land ist das was anderes. Das heißt, auch wie, und ihr habt auch in Rheinland-Pfalz, ne, es gibt städtische Strukturen, es gibt aber auch ländliche Strukturen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe von Politik, auch wenn wir dann über Wohnungsbau reden, wenn wir über Arbeitsplätze reden, wo sich Unternehmen ansiedeln können, dass ich eben an jeder Milchkanne dieses 5G brauche und dass ich eben diese Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als die wichtigste politische Aufgabe betrachte. Wie ist das denn ein Thema bei euch, weil ihr ja auch gerade so unterschiedliche Strukturen auch in Rheinland-Pfalz habt? Definitiv. Heltersberg hat mir bislang gefehlt, aber jetzt ist mir auch klar, warum du so eine Karriere hingelegt hast. Auch die Heimat von Udo Bölz, dem großen Radfahrer. Also von daher, genau. Jetzt ist mir alles klar, Doro. Ja, es wird mein Vater ganz glücklich sein, dass ich Heltersberg erwähnt habe und nicht nur Kaiserslautern. Sehr gut. Ja. Nee, du hast vollkommen recht. Ich finde, dass das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse auch eins ist, was perfekt zu uns als SPD passt. Ja. Ihr habt diesen sehr, sehr schönen Spruch gehabt letztes Jahr, die ganze Stadt im Blick. Genau. Und bei uns ist die gesamte Gesellschaft. Und wenn du die gesamte Gesellschaft, weil wir, genau wie ihr in Hamburg, wir sind Volksparteien ran. Und dann muss ich alle Schichten, aber auch alle Regionen im Blick haben. Und du hast es richtig erwähnt, wir haben auch viele ländliche Regionen, und wobei auch die ländlichen Regionen ja super unterschiedlich sind. Es gibt extrem prosperierende ländliche Regionen und es gibt ländliche Regionen, die eben genau unter Infrastrukturdefiziten leiden, die noch einen Weg vor sich haben und dort anzusetzen und zu sagen, hey, wir sind Partner bei euch. Ja? Wir helfen bei der Sanierung der Kreisstraßen. Wir wollen, dass auch bei euch Glasfaser verlegt wird. Wir wollen auch gemeinsam, dass Herr Scheuer Mobilfunk endlich mal auch in jedes Dorf bringt. Ja, auch das ist etwas, was uns natürlich ganz oft begegnet. Und es hat aber auch, glaube ich, neben den harten Punkten, ob jetzt Straße, Breitband, Mobilfunk, auch manchmal so eine, ich hoffe, ich drücke das jetzt richtig aus, so eine kulturelle Dimension. Dieses Gefühl von, wir gehören doch nicht so dazu, ach, bei uns gehen vielleicht die Lichter aus, hat man uns vergessen, ja, wir sind vielleicht doch auch noch zu klein, weil wir nur ein paar hundert Einwohner haben in unserem Dorf, wo auch immer. Und da auch anzuwerken und zu sagen, nee, pass auf, das eine sind die objektiven Dinge, darum geht es, da sind wir da. Aber es ist vollkommen egal, ob du jetzt Hamburger Elbchaussee oder in Heltersberg lebst. Ey, wir sind alle gleich, jeder soll sich da zu Hause fühlen und da leben können, wo er will. Und dass es eben auch wirklich eine Frage ist von Interessen, von Heimatgefühl, von was auch immer. Aber dass ich doch genauso stolz auf meine Heimat sein kann, wie ich das vielleicht in den wohlhabenderen Stadtteilen, Regionen in Rheinland-Pfalz, in Deutschland eben haben kann oder sein kann. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und da wirklich ein paar Punkte runterzubrechen, es wirklich zum Schwur zu bringen, zu sagen, wie ernst meinen wir das. Und übrigens, da kommt mir auch was in den Sinn, was ich super gut finde, dass Olaf das angeboten hat, was die Union noch, aber ich glaube, gemeinsam brechen wir diesen Widerstand, auch hin angeboten hat, ist die Entschuldung der Kommunen. Weil natürlich auch viele Kommunen bei uns in Rheinland-Pfalz aufgrund Konversion, ich meine, vielleicht also in Hamburg nicht ganz so bekannt, nach sozusagen die Friedensdividende nach dem Ende des Eisernen Vorhangs, war bei uns geprägt von massivem Verlust an militärischen Arbeitsplätzen, was in einzelnen Regionen
glaube ich, ein Viertel der Wertschöpfung ist da weggebrochen. Ihr könnt euch vorstellen, was es dann bedeutet hat für Arbeitsplätze etc. Und dass wir mit öffentlichem Geld dagegen gegangen sind und dass wir jetzt diese Kommunen entschulden wollen, damit dann wieder investiert werden kann, dann glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das macht die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aus. Insofern sage ich noch, wäre ein wunderbares Thema für die Bundestagswahl, liebe Doro, zu sagen, okay, wenn man was machen will für diese Region, dann wäre ein wunderbarer Punkt, dass wir gemeinsam Land, Kommune, aber auch der Bund, die entschulden und dass wir dann, und das passt auch sehr gut zu dieser Respektskampagne, klar machen, Respekt haben alle verdient. Ob ich in Heltersberg wohne oder in Hamburg, ist vollkommen wurscht. Und dass wir das als SPD nicht nur in unserer Programmatik haben, sondern vorleben, dass wir auch dort präsent sind, dass wir ja, den Menschen ein Gefühl dafür geben, ey, die meinen das ernst. Ja? Wir sind deren Repräsentanten. Ja? Dass sie sozusagen nicht nur manchmal auf den Kopf spielen, sondern auch ins Herz. Ich glaube, das hilft uns als SPD und es würde auch für uns im September mit Sicherheit sehr, sehr groß helfen. Ja, schön gesagt, nicht nur Kopf, sondern auch Herz, ne? Weil Politik hat ganz viel mit Sympathie zu tun, ne? Also auch mit Emotionen. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz großes Asset auch von Malu Dreyer. Also ich habe sie jetzt auch ein paar Mal schon erleben dürfen, dass das einfach eine wahnsinnig empathische Frau, dass sie kompetent ist, also sowieso, ne? Aber sie ist halt eine Landesmutter auch, ne? Und das ist, glaube ich, auch was ganz Tolles für die Rheinland-Pfälzerin. Daniel, wir haben eine Frage von Bernd, ein sehr treuer Zuschauer unseres Talks. Der hat nämlich gefragt, wie emotional du die Quartiersarbeit vor Ort erlebt hast oder erlebst, also in Ludwigshafen, was du erzählt hast. Also ich führe das nochmal ein bisschen weiter, ne? Wenn du gerade sagst, ihr seid im Stadtteil, der eher so mal ein bisschen schwierig ist, ne? Mit Leuten, die jetzt vielleicht von auch Politik enttäuscht sind, kriegt ihr da auch sehr viel dann wirklich Wut und Frust ab? Oder wie ist das vor Ort? Am Anfang war es so. Ja. Am Anfang hatte keiner geglaubt, dass wir das ernst meinen. Und mein erster Satz war, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und am Anfang gab es auch mal eine Beschmierung. Und mittlerweile mein schönstes oder die schönste Anekdote, die unterstreicht, wie angekommen wir in dem Viertel jetzt sind. Zwei Häuser weiter sozusagen, neben unserem Quartierbüro ist, es nennt sich Altdeutsche Pilzstube. Ich will es mal so umschreiben, ich würde da eher nur Flaschenbier trinken, ja, um mal so ein bisschen das Setting darzustellen. Und da hast du auch eine sehr treue Trinkerschaft, die auch schon sehr früh morgens die Gemeinschaft sucht. Und wenn du dann aber feststellst, wenn da einer mal dumm redet über die SPD, heißt immer sofort, nee, pass mal auf, die sind hier, lass mal die Jungs da drüben vom Quartierbüro in Ruhe. Und das ist, glaube ich, der größte Erfolg, den man haben kann, dass es so anerkannt wird, was du tust und dass es eben keine PR ist, sondern unsere sozialdemokratischen Werte vorleben. Und das ist mein Herzensprojekt. Jedes Mal, wenn ich dort bin, ja, spüre ich das, was für mich Sozialdemokratie ausmacht. Ja. Unsere Werte vorleben, so viel Herzlichkeit. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber ich mag das einfach, die Herzlichkeit zu spüren, Solidarität unmittelbar zu spüren, Dankbarkeit zu spüren. Bin jedes Mal baff, wenn ich auch im Viertel unterwegs bin. Wir machen regelmäßig Haustürbesuche, tragen auch mal Frühstück aus und an Weihnachten ja auch ein paar Kinder ein paar Geschenke vorbeigebracht, die eben kein Geschenk sonst bekommen hätten. Und wenn dann Eltern, die aus Dankbarkeit eine Apfelsine schenken, dann toucht mich das schon. Das macht für mich SPD aus. Ja. Bin selbst Arbeiterkind, habe jetzt nicht in so prekären Situationen aufwachsen müssen, Gott sei Dank. Aber ich weiß das sehr zu schätzen, wo ich herkomme, will was zurückgeben und das macht für mich SPD aus. Und ich glaube, dass wir bei aller digitalen Affinität, die ich habe, bin auch stolz drauf, auf unseren digitalen Wahlkampf, wir aber dieses analoge Standbein etablieren sollten, weil es gibt ganz viele Gartenstadtsituationen in ganz Deutschland und nichts ist wirkmächtiger als das, was wir auf die Flyer schreiben, einfach mal vor Ort vorzuleben. Das wäre mein Wunsch. Ich lade jeden ein, es ist einfach nur ein Traum, da vorbeizukommen und das zu spüren, was Sozialdemokratie bewirken kann und wie Menschen, die am Anfang sehr deprimiert waren, mittlerweile wieder sich als gleichwertige Bürger und Bürgerinnen verstehen. Ich glaube, einen größeren Erfolg kann es gar nicht geben. Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, oder, Metin? Ja, ich habe nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, dass es funktioniert für euch heute, ne? Also ich drücke die Daumen und ich gucke auch auf die Prozente. Also ich habe ein gutes Gefühl. Ich hoffe, dass das richtig ist. Erst auf die Prozent und dann auf die Promille-Mädchen, okay?
Ja, genau. Ich glaube, mit Pfälzer Riesling können wir Meti nicht so richtig begeistern. Aber okay, gut. Mal gucken. Dann auf ein Astra-Bier. Ja, genau. Daniel, lass doch einen ganz mini kurzen Blick ins Nachbarbundesland, nach Baden-Württemberg sozusagen werfen. Da hat die SPD so mal eine etwas andere Ausgangslage. So gleichwohl, also ist es, glaube ich, klar, ne? Also der Ministerpräsident bleibt. Aber die CDU hat gute Chancen, dort heute aus der Regierung rausgewählt zu werden. Und zwar zu Recht, wenn ich mir auch die Kampagne von Frau Eisenmann so anschaue. Und deswegen, ich glaube, dass dieser 14. März für den 26. September echt ein ganz wichtiger sein kann, dass wir in Rheinland-Pfalz mit der Ampel weiter regieren werden und dass es in Baden-Württemberg auch zu einer Koalition jenseits der CDU kommen kann. Und dann ist diese Mehr endlich mal gebrochen, dass es schon ausgemachte Sache ist, dass es in Berlin Schwarz-Grün geben muss. Ja. Das ist eine Option von vielen. Und wir wollen keine GroKo mehr. Und dann gibt es eben auch eine Option zu Rot-Rot-Grün, die eben Ampel heißt und die in Rheinland-Pfalz extrem gut funktioniert hat. Und ich glaube, dass wir dann ein Momentum haben. Wir haben dann zweimal Ampel, wenn auch einmal Rot und einmal Grün regiert. Das ist vollkommen offen gesagt. Winfried Kretschmann wird Ministerpräsident bleiben und stärkste Kraft. Das war auch nie unser Ziel. Aber wir wollen die Regierung dort. Und dass das einfach auch der Unterschied sein kann, dass manche, die jetzt geglaubt haben, dieses Wahljahr geht sozusagen seinem natürlichen Gang, dass es keine ausgemachte Sache ist. Das ist unser Wunsch. Das soll unsere Blaupause sein. Nee, nicht Blaupause, unsere Unterstützungsleistung sein für Olaf, die er mitnehmen kann in diesem Bundestagswahlkampf, dass Umfragen sind und dass es keine ausgemachte Sache ist, welche Koalition. Es gibt eine klare Alternative und jetzt bin ich mal gespannt, wie dann Grüne und FDP auch auf der Bundesebene sich dazu verhalten. Aber ich glaube, es kann wirklich der Gamechanger sein in diesem Bundestagswahlkampf. Lieber Daniel, ganz herzlichen Dank aus dem Norden hier in die Pfalz. Wir drücken euch wirklich alle Daumen, die wir haben, ich ganz besonders. Und wir gucken heute Abend und verfolgen hoffentlich dann eure Wahlparty, in Anführungszeichen, eure Fernsehstatements und Runden, freuen uns drauf, Malu zu sehen. Und ich glaube, ihr habt wirklich für alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer einfach eine Mega-Kampagne vorgelegt. Und du wirst bestimmt auch noch im Bundestagswahlkampf eine Rolle spielen dafür. Also ganz großartig. Ich wünsche dir und allen jetzt gutes Durchhalten bis 18 Uhr. Und dann ein bisschen Entspannung, weil das braucht man nämlich auch nach so einem Wahlkampf. Und dann geht es ja eigentlich gleich schon wieder weiter im Bundestagswahlkampf für dich, ne? Danke, Doro. Aber ich habe den ganzen Tag auf diesen 15. März zugearbeitet, dieses Gefühl, morgens aufzuwachen, total kaputt zu sein, aber überglücklich. Und auf das Gefühl freue ich mich, und morgen mal eine Stunde länger schlafen zu können. Ganz lieben Dank, dass ich euer Gast sein darf. Und wann auch immer ich irgendwie helfen kann, euch im hohen Norden, ist vollkommen klar, Solidarität auch über die Bundeslandsgrenzen hinweg. Euch alles Gute. Super. Danke dir. Danke, dass Sie dabei waren und bis bald, ne? Daniel. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. So.